Freitagabend, mein erstes Video in diesem Jahr. Herzlich willkommen zu Unicorn. Kleinen Zaubermäuschen. Das ist mein erstes Video dieses Jahr. Deshalb muss ich jetzt einfach mal in die Runde fragen, wie geht es euch eigentlich? Habt ihr gute Vorsätze für dieses Jahr oder sie vielleicht sogar schon gebrochen? Meine Vorsätze sehen eigentlich jedes Jahr so aus, dass ich in den ersten 3 Monaten, ja, Vorsätze sind es eigentlich nicht mehr, das sind eigentlich schon so klare Linien in meinem Leben. Die ersten 3 Monate werde ich so 7 bis 9 Kilo abnehmen. Die dann über den Sommer halten und dann ab November wieder futtern, bis der Arzt kommt. Ansonsten habe ich dieses Jahr noch den Vorsatz, dass ich auf jeden Fall mehr sparen muss, denn ich möchte mir so ein bisschen mehr Ausrüstung hier kaufen, vor allem Nagelzubehör, eine neue Kamera bräuchte ich, Licht muss ich noch anschaffen, vernünftiges. Und ja, das war so dieser Vorsatz. Ansonsten gibt es eigentlich ja, Content für euch produzieren, aber das ist kein Vorsatz mehr, das ist definitiv ein fester Bestandteil in meinem Leben geworden. Da freue ich mich natürlich auch extrem drüber, dass das so gut das Ganze bei euch ankommt. Hätte ich nie gedacht, ehrlich gesagt. Wirklich top. Also momentan sind es 1100, mit dem heutigen Tage 1100 Abonnenten. Echt super, dass das wirklich so schnell ging. In fast 4 Monaten 1000 Abonnenten. Wow, also ihr seid echt die Geilsten, muss ich wirklich mal so sagen. Aber das will ich jetzt auch alles nicht so vertiefen, denn heute wollen wir noch einmal ein bisschen Nail Art machen. Und zwar, einige haben mich darauf angesprochen, dass sie noch nicht mit Glitzer French zurechtkommen. Das möchte ich heute nochmal kurz anschneiden. Ansonsten werden wir Tupftechnik machen. Das war immer sehr gefragt bei mir im Studio, weil es halt ein schöner Übergang ist von Farbe zu nichts quasi. Also quasi ein Farbverlauf. Ja, was machen wir noch? Wir werden große Steinchen verarbeiten, wie man die am besten auf den Nagel bringt und natürlich auch noch Chrom bzw. Pigmente verarbeiten. Das sind dann diese Chromnägel, die man so überall bei Facebook und Instagram sieht. Ja, das werden wir heute machen, aber ich quatsche nicht mehr viel. Starten wir doch einfach jetzt. So, starten wir jetzt erstmal mit der Tupftechnik. Bei mir im Studio war das sehr beliebt. Gibt einen schönen Farbverlauf und ist auch relativ einfach zu machen. Ja, aber was braucht ihr dafür eigentlich? Für die Tupftechnik braucht ihr auf jeden Fall erstmal ein Schwämmchen, ein Farbgel eurer Wahl, am besten eins, was sehr gut deckt, und ein wenig Glitzer mit einem Fächerpinsel. So, ich werde heute alles auf einen Tipp machen, weil ich habe keine Lust mehr heute die Nägel zu machen. Ich finde die eigentlich so ganz nett, wie sie jetzt gerade sind. Deshalb heute Tipp. Heute mal ausnahmsweise Tipp. Ja, ich habe den Tipp schon mal angeraut. Das Ganze wird eigentlich da aufgetragen, wo der French hinkommt. Das heißt, bevor ihr das Aufbaugel auftragt und den Apex modelliert. Ja, erstmal braucht ihr ein Schwämmchen dafür. Und zwar habe ich jetzt hier einen Schminkschwamm oder wie auch immer das Ding heißt. Den kriegt ihr bei DM und Rossmann, wie auch immer die ganzen Drogerien heißen. Ihr könnt dann natürlich auch einen ganz normalen Haushaltsschwamm nehmen. Diese gelben Dinger mit dieser Kratzunterseite. Aber den habe ich jetzt gerade nicht hier, deshalb nehme ich hier so ein Schminkschwämmchen. Den müssen wir jetzt noch ein bisschen vorbereiten. Und zwar folgendes, der hat hier zu harte Kanten. Dadurch wird das Ergebnis nicht wirklich schön und der ist jetzt natürlich auch sehr feinporig. Das ist auch nicht so wirklich gut für diese Technik. Deshalb reißen wir den jetzt noch so ein bisschen auseinander, so dass wir möglichst keine harten Kanten haben. So, und jetzt hier oben noch ein bisschen ab, so dass wir ungefähr so eine relativ unruhige Oberfläche haben. So, das müsste eigentlich schon ganz gut gehen. So,
Also nichts Gleichmäßiges sollte da sein. Das Ganze sollte sehr unruhig aussehen. Ja, und mit dem können wir jetzt unsere Technik starten. Als nächstes nehmen wir uns unser Farbgel. Ich nehme jetzt hier einen Shellac. Sollte gut decken natürlich, weil sonst müsst ihr das 500 Mal wiederholen und das wollen wir natürlich nicht. Erstmal so ein bisschen vorne auf die Spitze. Da müsst ihr nicht sonderlich aufpassen. Einfach so ein bisschen verteilen. Und dann tupfen wir das Ganze ein wenig nach unten, also zur Nagelhaut wäre das dann. Und zwar erstmal so ein bisschen mit dem Schwamm die Farbe aufnehmen und dann in stoßenden, tupfenden Bewegungen nach unten arbeiten. So. Das wäre jetzt die erste Schicht. Das Ganze wiederholen wir jetzt dreimal. Jetzt kommt jetzt erstmal in die Lampe rein. Solltet ihr gut aushärten, denn wenn ihr es nicht richtig aushärtet, tragt ihr die Farbe wieder mit dem Schwämmchen ab, wenn wir jetzt die zweite Schicht auftragen. Deshalb lieber ein bisschen länger in der Lampe drin lassen. In der Zeit könnt ihr natürlich auch schon die nächste Hand bearbeiten und dann ja im Zickzack fortfahren. So, die zweite Schicht. Bei der, wie gerade, vorne an die Spitze, etwas weniger Gel, als wir beim ersten Mal genommen haben. Und wir tupfen auch jetzt nicht ganz so weit runter wie beim ersten Mal. Das heißt, wir machen nur so, ja, drei Viertel von der Fläche, die wir gerade gemacht haben. Versucht hier vorne nicht so eine harte Kante zu haben. Ich mag es immer sehr, wenn die Tupfkante so ein bisschen ja, fallmäßig zur Nagelhaut zeigt. Finde ich immer irgendwie schöner als Farbverlauf. Und dann kann das Ganze wieder in die Lampe rein zum nächsten Aushärten. So, jetzt kommt die dritte Schicht und auch die letzte. Mein Farbgel deckt jetzt natürlich nicht so super. Auch hier wieder so viel Farbgel wie gerade und dann tupfen wir auch nicht ganz so weit wie gerade. Auch wieder etwas weniger. Und dann kommt das Ganze wieder in die Lampe rein. So, haben wir das Ganze getan. Ist der Nagel jetzt natürlich noch nicht fertig. Wir nehmen uns jetzt einfach nochmal eine dünne Schicht Aufbaugel. Eine dünne Schicht Aufbaugel. Streichen damit einmal den kompletten Nagel ein. Ganz wichtig dabei wieder nicht die Nagelhaut berühren oder Haut generell. Versucht da immer so ein bisschen wegzubleiben von. So. Und dann kommt jetzt unser Glitzer. Einmal einen Fächerpinsel, den in dieses Glitzer eintauchen. Und dann werden wir das Ganze jetzt noch hier drauf machen. Fangt dabei vorne an der Spitze an und arbeitet euch dann in klopfenden Bewegungen. Also ihr klopft auf den Pinsel und damit streut ihr quasi das Glitzer auf den Nagel. Wir fangen vorne an, weil wir damit schon mal das gröbste Glitzer runterklopfen und dann wird es nach hinten immer weniger. So, noch eine Schicht. Könnt ihr natürlich endlos wiederholen, wie ihr lustig seid. So. Ist immer ganz schön, nochmal Glitzer drauf zu machen, weil das verschlichtet die Kanten des Tupfens noch ein wenig. Und dadurch fallen diese Kanten natürlich auch nicht
so stark auf. So. So, das Ganze kommt jetzt in die Lampe rein und danach kommt das Aufbaugel und der Apex wird modelliert. So, Glitzerfrench. Einige von euch haben mich nochmal angeschrieben bei Facebook oder Instagram, dass sie noch nicht ganz damit klarkommen. Deshalb zeige ich es jetzt nochmal auf eine ja, etwas andere Art und Weise. Und zwar, ich habe hier wieder meinen Tipp. Das Ganze tragt ihr wieder anstelle des Frenches auf, das heißt vor der dicken Aufbaugelschicht und schon angemischtes Glitzer. Falls ihr Glitzer habt, was noch nicht angemischt ist mit Gel, dann mischt es mit einem mittelviskosen Gel. Das funktioniert meines Erachtens immer am besten. Lässt sich ganz gut auftragen. So, wir nehmen jetzt dieses Glitzergel. Ich habe es vorher schon mal ein bisschen durchgerührt und tragen jetzt einmal so ganz, ganz grob den French auf. Hier sind jetzt sehr dicke Partikel drin. Ja, weiß nicht, was ihr da habt. So, und dann versuchen wir jetzt mal mit dem Dotting-Stick das Ganze so ein bisschen in Form zu schieben. Das ist eigentlich wirklich die einfachste Möglichkeit, French zu machen, weil ihr könnt sehr gut korrigieren bei dieser bei Glitzer French. Und dann versuchen wir jetzt einfach mal so die Smile-Line möglichst gut hinzukriegen. Können das Ganze wirklich so schieben und ziehen, bis es wirklich sitzt, die Smile-Line. In den Ecken schön nach unten schieben. So. Das ist eigentlich schon die ganze Kunst dabei. Falls ihr jetzt über die Smile-Line gekommen seid, nehmt euch einfach ein, ich mache es jetzt einfach mal so. Falls ihr jetzt einfach so über die Smile-Line drüber gekommen seid, nehmt euch einfach ein anderes Nail-Art-Tool, von mir aus hier so ein Rosenholzstäbchen, und schiebt den Glitzer einfach wieder zurück in die Linie, wo er hingehört. Ist wirklich ganz komfortabel, das Ganze so zu machen, weil ihr könnt immer wieder korrigieren. Bei Farbgel geht das natürlich nicht oder sehr schwer. Und das war's dann auch schon mit dem Glitzerfrench. Das Ganze solltet ihr natürlich nicht zu dick auftragen. Es kommt natürlich immer auf das Glitzer an, was ihr habt. Wenn es leicht durchsichtig ist, ist es kein Problem. Aber wenn ihr einen Glitzer habt, was wirklich sehr viele und sehr stark reflektierende Partikel hat, kann es natürlich sein, wenn ihr es zu dick auftragt, dass es Probleme bei der Härtung gibt, weil die UV-Strahlen nicht durch diese reflektierenden Partikel durchkommen. Deshalb tragt das Ganze lieber ein bisschen dünner auf und zweimal als zu dick und fehlerhaft. So, das nächste auf meiner Liste ist ein Glitzerverlauf. Ähnlich wie beim Tupfen soll das Ganze aussehen, so ein bisschen wie so ein Wasserfall quasi aus Glitzer. Dafür einfach in Gel angemischtes Glitzer einmal so ein bisschen grob auf den Nagel auftragen. Und dann nehmt ihr euch irgendeinen alten dünnen Pinsel und zieht dieses Glitzer einfach nach unten. So dicke Glitzerpartikel natürlich nicht. Versucht immer so feine Glitzerpartikel zu erwischen. Falls das nicht reicht, könnt ihr auch noch mit eurem Glitzerpöttchen noch ein bisschen was rausnehmen. Dann das Ganze einfach so ein bisschen nach unten ziehen.
Ich würde das aber immer lieber mit dem Fächerpinsel machen, weil das einfach so ein bisschen willkürlicher ist, wenn ihr das mit dem Fächerpinsel macht und ein bisschen feiner. Und das wird dann auch ein bisschen schöner, als wenn ihr direkt angemischtes Gel nehmt. Es kann natürlich sein, dass das angemischte Glitzergel ein bisschen schöner ist. Deshalb möchte man lieber das machen. Deshalb ist das auch eine ganz gute Alternative zum Fächerpinsel. Das war es jetzt auch schon mit dem ersten gedrehten Video für mich in diesem Jahr. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte es euch so relativ gut erklären, dass ihr das Ganze auch zu Hause nachbasteln könnt. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze abonniert, einen Daumen nach oben gebt oder auch mal einen Kommentar da lasst. Ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wieder. No, nochmal. Ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Chris.